Achillessehnentest. Achillessehnentest ist ein Diagnoseverfahren aus der Heilkunde. Dabei liegt ein Patient auf dem Bauch und dann drückt man mit Daumen und Zeigefinger auf die Achillessehnen. So soll der Druck durchaus etwas stark sein. Es wird so gesagt, der Druck soll so stark sein, dass die Fingernägel des Untersuchers weiß durchscheinen. Wenn man dabei eine Schmerzempfindung spürt, dann geht man davon aus, dass ein Störfeld, also ein Herd, auf der entsprechenden Körperseite sich irgendwo befindet. Hier wird also davon ausgegangen, dass Achillessehne etwas eine Art Reflexzone ist und dass durch Schmerzhaftigkeit in den Achillessehnen auch eine Schwierigkeit, ein Herd, ein Krankheitssymptom ist, das man anschließend behandeln sollte.